Meine lieben Geschwister, das sind also Sachen, was wir jetzt vorher gemacht haben, in Dauer, was wir auch jeden Tag sehen und begegnen, was wir also auch dann versuchen zu pflegen. Genauso, wenn wir hören von Menschen, wie sie die Religion beschreiben, es ist eine ungerechte Religion, eine nicht gemäßigte Religion, eine Religion der Unterdrückung und nimmt kein Ende. Allein wenn so etwas geschieht, ja, und das sorgt natürlich auch bei vielen Menschen Unsicherheit und vielleicht auch Verwirrung. Vorgestern rief mich einen, ich bin bis heute noch begeistert, einen Jungen, der ist 12 Jahre alt. Und sein Vater ist Bibellehrer oder so in diese Richtung. Und sein Vater hat ihm erzählt, diese Religion ist also unterdrückt, die Menschen, die Frauen und so weiter. Kriegt also das. Was mich fasziniert, dass er trotzdem, also sich die, der praktisch sich auf den Weg gemacht hat und meine Nummer irgendwie rausbekommen hat und mich angerufen hat. Dann habe ich zu ihm gesagt, lass uns einfach mal ein bisschen quatschen, wir beide. Und so kam immer wieder heraus, sozusagen, was er weiß, also mit welcher Information er belastet wird. Und was wäre jetzt unsere Aufgabe? Diese Art von Informationen, die sowieso die Menschen erreichen wird, wie begegnen wir sie oder wie setzen wir sie erstmal für uns? Und dann, wie begegnen wir so einen kleinen Jungen, der hat 12 Jahre und der hat ziemlich viel Courage. Und es ging weiter und gestern hat nochmal ein 12-Jährige ein Mädchen angerufen, die Muslime werden wollte. Und das mit Zustimmung ihrer Mutter, eine deutsche Mädchen, subhanallah. Das hat auch mich so teilweise sehr fasziniert. Der Islam, die gemäßigte Religion. Unmöglich, an die Religion Islam eine ungemäßigte Religion. Unmöglich. Denn wenn wir diese Eigenschaft, diese Religion zulassen, dann unterstellen wir Allah subhanahu wa ta'ala, dass er eine extreme Religion im strengsten Fällen offenbart hat. Aber dem ist nicht so. Und deswegen ist also wichtig, dass wir das versuchen zu lernen und zu verinnerlichen, damit wir auch versuchen mit Argumenten, die Wahrheit zu offenbaren. Jetzt kommt wieder Dauer ins Spiel. Ja. Also starke Argumente, um die Wahrheit für denjenigen, für den es verschleiert ist, praktisch zu offenbaren. Natürlich können wir, das ist ein Riesenthema, da kann man sicher, glaube ich, auch ein ganzes Seminar damit decken. Und verschiedene Facetten von diesem Thema auch dann anschneiden. Aber vielleicht einfach sagen wir mal einfach einen, gehen wir einfach so quer durch. Was wichtig ist, ist die Einzigartigkeit des Islam. Islam ist einzigartig. Wenn wir das verstehen, ja, das heißt, die Einzigartigkeit des Islam und der wahre Muslim. Und der wahre Muslim ist der, der auch die Religion wirklich praktiziert und verkörpert auch. Ja, diese Einzigartigkeit und der wahre Muslim in Bezug auf Gemäßigkeit, ja, müsste eigentlich dafür Sorge tragen, diese den Menschen näher zu bringen.
eine dieser Sachen, also den Menschen praktisch zu präsentieren, yani bekannt zu machen. Und jeder sollte wissen, wie sehr die Religion, also Islam und die Muslime in Wahrheit gemäßigt sind. Das soll also jeder wissen, wie gemäßigt ist wirklich ein Muslim. Ja, und wie gemäßigt ist auch dann diese Religion. Gemäßigt zu sein ist also das wichtigste Prinzip. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der alles im Grunde umgesetzt hat in der Religion, er hat also nichts ausgelassen, außer dass er es uns näher gebracht hat, was für uns nützlich ist. Und er war gemäßigt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam war 100% ein gemäßigter Mann, ein gemäßigter Gesandter Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wir haben ja unseren Gesandten mit den klaren Beweisen gesandt, die Versen wiederholen sich ein bisschen, und mit ihnen die Schrift und die Waage herabkommen lassen, damit die Menschen für die Gerechtigkeit eintreten. Ja, damit die Menschen für die Gerechtigkeit eintreten. Und wir haben das Eisen herabkommen lassen. In ihm ist starke Gewalt und Nutzen für die Menschen, damit Allah kennt, wer ihm und seinen Gesandten im Verborgenen hilft. Gewiss, Allah ist stark und allmächtig. Also es folgt eine Offenbarung unter den göttlichen Offenbarungen. Keine Offenbarung, also es gibt also keine Offenbarung unter den göttlichen Offenbarungen und keinen Gesandten unter den Gesandten Allahs, außer dass sie ihre Gemeinde Gerechtigkeit verordneten. Das heißt also, die Gerechtigkeit, die sie eigentlich bei sich verinnerlichten, ist eine Anordnung von Allah subhanahu wa ta'ala, eine Übermittlung an den Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, oder an die Gesandten allgemein, sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Aber es gibt natürlich Gemeinden und Anhänger der Religionen, die sich mit ihrem Verständnis und ihren Umsetzung der Gerechtigkeit unterschieden. Ja, es gibt unterschiedliche Verhaltensweise der Religionsanhänger. Dann findest du jemand, der gemäßigt ist, ein anderer, der absolut, wie er sich auch bezeichnet, wie, ich weiß gar nicht, wie das geht, liberal mit diesem Begriff, und andere ist eine, beide ist extrem, also diese Untertreibung ist eine extreme Haltung, und eine Übertreibung ist natürlich was, auch eine extreme Haltung. Aber die Mitte, die goldene Mitte, das ist das eigentlich, wo ein Muslim sich auch dann aufhalten sollte. Unter ihnen gibt es diejenigen, die diesen Befehl missachten. Befehl der Gerechtigkeit und Gleichheit, dass sie das einfach missachten und vor allem aufgrund der Unwissenheit und der Verfolgung ihrer eitlen Wünschen oder praktisch ihre inneren Wünschen sozusagen. Die Rolle des Muslims im diesseitigen Leben, also in diesem Leben, welche Rolle muss er einnehmen? Eine erhabene, ist also eine erhabene Stellenwert. Die Rolle des Muslims ist im Grunde erhaben, und sie besteht darin, Allah subhanahu wa ta'ala einzig und alleine anzubeten, was wir immer wieder hören. Ja, Allah subhanahu wa ta'ala einzig und alleine, der keinen Partner hat, der keinen Ebenbürtigen hat, der keinen Teilhaber, einzig und alleine subhanahu wa ta'ala. Allahs Beweise und Belege auf der Erde und bei den Menschen zu erbringen, also diese Argumente, und die belegt werden, diesen Menschen also näher zu bringen und aus der Sumpf der Unwissenheit in das Licht. Vorhin hieß es, aus Sumpf der Dunkelheit praktisch in das Licht. Beide ist im Grunde das Gleiche. Sie zu leiten und sie auf Allahs Weg zu rufen. Das ist eine erhabene Stellenwert, dass ein Muslim
eigentlich vertreten sollte und auch für Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala aufruft. Allah azza wa jalla sagt sinngemäß, und so haben wir euch zu einer Gemeinschaft der Mitte gemacht. Wohlgemerkt, eine Gemeinschaft der Mitte. Stell dir vor, eine Gemeinschaft der Mitte. Einzelner ist ein Baustein von der Gesellschaft. Und dieser, der sich praktisch als, der sich mittig hält oder diesen gemäßigte Haltung, da ist er gemäßigt in seinem Denken, gemäßigt in seinem Handeln, gemäßigt in seiner Sprache, gemäßigt in Dingen, die er auch den Menschen auch dann näher bringt. Das alles sozusagen ist sehr, sehr wichtig. Also zu einer Gemeinschaft der Mitte gemacht, damit ihr Zeugen über die anderen Menschen seid und damit der Gesandte über euch Zeuge ist. Gerechtigkeit und Gleichheit gehören also zu den wichtigsten Grundsätzen, meine Geschwister. Also wichtigste Grundsätze, die erstens für die Muslime allgemein, also für die Muslime selbst, ist verpflichtend und notwendig, aber auch für die gesamte Menschheit notwendig sind. Gerechtigkeit, welcher Mensch liebt das nicht? Natürlich gibt es welche, die ungerecht sind, die gibt es und die wird es immer geben. Aber die Natur des Menschen ist allgemein, ja, neigt auch dann, liebt auch, gerecht behandelt zu werden. Ja, liebt auch, gerecht behandelt zu werden. Gerechtigkeit ist eines der wichtigsten und größten Dinge, die den Islam und die wahren Muslime von den anderen Nationen und Religionen unterscheidet. Das ist etwas, was nicht unbedingt und nicht nur unbedingt bestimmt, nicht bei anderen, so wie im Islam so praktisch geprägt ist, wie die Lehre das eigentlich auch praktisch vertritt, wie die Muslimen sie aus dieser Quelle eigentlich entnehmen sollten und dann auch dann umsetzen, weiß ich. Ja, das ist ein Geschenk von Allah subhanahu wa ta'ala. Es ist also ausgeschlossen, dass Allah subhanahu wa ta'ala eine Religion ins Leben ruft, damit er ungerecht oder nicht gemäßigt. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist barmherzig. Barmherzig. Also wenn wir versuchen zu begreifen, schon die Sprache, die Allah subhanahu wa ta'ala im Koran anwendet für seine Diener, die ist also liebevoll, liebevoll zu seinen Diener, wie er sie dann ausdrückt, die Ausdrücke, die er auch dann wählt. Natürlich für denjenigen, der es versteht. Für denjenigen, der es nicht versteht, dem fällt das erst einmal nicht auf. Gerechtigkeit und Gleichheit sind zwei der Hauptprinzipien, die der Islam fördert und die Menschen auffordert, sich daran zu halten. Diese Prinzipien also sind also etwas, was also auf jeden Fall gefördert werden müsste, zunächst einmal an uns selbst, dass wir sie bei uns auch dann fördern und unterstützen, aber auch sie dann leben gegenüber anderen Mitmenschen, die um uns sind und so weiter. Und ermutigt, dass diese beiden Prinzipien zu den Umgangsformen, ja, nicht zu etwas, dass sie dann automatisiert werden, dass sie bei dir dann auch tatsächlich Platz finden, dass du sie, dass für dich keine Anstrengung wird, nachher gerecht zu werden. Im Gegenteil, sobald du siehst Ungerechtigkeit, ziehst du die Position, die richtige Position, nämlich Gerechtigkeit und Gleichheit. Der Islam ordnet den Muslimen, also macht es zur Verpflichtung, immer wieder an, Gerechtigkeit und Klarheit, Gleichheit walten zu lassen, yani bei dir walten zu lassen, bei anderen auch walten zu lassen, ja, dann bist du in der Tat nicht nur Hoffnungsträger, du bist in der Tat ein Licht für diese Gesellschaft, eine Barmherzigkeit für die Gesellschaft allgemein. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, da kamen nicht nur Muslime, auch nicht Muslime zu ihm und fanden bei ihm barmherzigen, praktisch
eine barmherzigen Menschen gegenüber diesen Menschen. Das heißt also, der Islam ordnet den Muslimen immer wieder an, Gerechtigkeit und Gleichheit, indem sie gerecht und fair sind, ja, und mit den Menschen gleich umgehen, ja, und diese Dinge in allen ihren Handlungen zu praktizieren. Zu mir hat mal ein Scheich gesagt: Versuche, Abu Jamal, die Menschen mit dem barmherzigen Blick zu betrachten. Dann wirst du einen anderen Blick im Laufe deines Lebens gewinnen. Ja, immer wieder hatte ich Fragen gehabt und hat er gesagt: Versuch mal, diesen Blick einzunehmen. Versuch mal, jemanden, der vom Weg abgekommen ist. Im Grunde ist das ein armer Mensch. Oder ist er kein armer Mensch? Im Grunde ist er ein armer Mensch. Ich dann versuche auch. In seiner Empathie den Menschen gegenüber. Nein, dass du sozusagen diese Position, manchmal ist man schroff gegen jemanden, der praktisch vom Weg abgekommen ist. Schroff und auch unbarmherzig. Aber gerade damit vielleicht, also das bei dir, also wenn du diesen Menschen mit dem barmherzigen Blick betrachtest, das Erste, was bei dir ausgelöst wird, die Dankbarkeit gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala, dass du nicht in so einer Situation bist. Dann versuchst du möglichst diesen Menschen auch dann vielleicht eine Stütze zu sein. Ja, eine Stütze zu sein, damit er begreift, dass er auf dem falschen Weg ist, dass er auch dann da rauskommt. Ja, deswegen ist also diese Bahn, der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist, wenn Mushrikin kamen und haben Hadsch gemacht, das haben sie auch gemacht, ist von Kabila, vom Stamm zu Stamm gegangen und hat sie immer wieder eingeladen. Was hat ihn das dazu gebracht? Warum? Weil er diese Menschen mit dem barmherzigen Blick betrachtet und gehofft, dass sie noch sozusagen, wie wir das hier so schön sagen auf Deutsch, die Kurve bekommen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und der Hass, ja, den ihr gegen bestimmte Leute hegt, soll euch ja nicht dazu bringen, dass ihr nicht gerecht handelt. Handelt gerecht, das kommt der Gottesfurcht näher. Überleg mal. Also wenn du ein Brass, eine Ablehnung sozusagen, trotzdem bist du verpflichtet, gerecht zu handeln. Es ist also eine Sache, da gehört sehr viel Kraft dazu und sehr viel Weisheit auch. Und auch die Verknüpfung zwischen dir und Allah subhanahu wa ta'ala, der dich beobachtet, der auch dann von dir erwartet, richtig zu handeln. Ja, das heißt also, diesen Hass, der vielleicht in dir kommt und vielleicht ist er berechtigt, soll dich nicht dazu bringen, ungerecht zu werden. Und dieser Vers ordnet an: Lasst euch nicht durch euren Hass auf einige Leute dazu verleiten, die Gerechtigkeit aufzugeben. Ja, die Gerechtigkeit aufzugeben, denn die Gerechtigkeit ist für alle Menschen und allen Situationen vorgesehen. Wenn wir überlegen, wie oft haben wir uns Allah gegenüber widersetzt, und immer wieder ist Allah barmherzig zu uns. Subhanallah. Und immer vergibt uns Allah subhanahu wa ta'ala. Ja. Diese Geschichte ist eine schöne Geschichte von Ibn Abi Hatim, berichtet, dass Zayd ibn Thabit, Aslam, radiallahu anhu, sagte: Der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, der Gesandte Allah und seine Gefährten waren in der Gegend von Al-Hudaybiyah, als die Götzen sie daran hinderten, das Haus Kaaba zu besuchen. Und das war besonders hart für sie, für die Muslime jetzt. Ja.
Später kamen einige Götzendiener vom Osten her an ihnen vorbei, um Umra zu verrichten. Da sagten die Gefährten des Propheten, lasst sie uns von der Umra abhalten. Dass wir sie dann einfach abhalten oder aufhalten. So wie ihre Götzendiener uns angehalten haben. Daraufhin sagte Allah subhanahu wa ta'ala, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. Helft einander zur Güte und Gottesfurcht, aber helft einander nicht zur Sünde und feindseligem Vorgehen. Manchmal hilft es, dass wir einfach ein bisschen darüber nachdenken, dass wir auch zur Ruhe kommen und diese Texte bei uns wirken zu lassen, dass wir über sie nachdenken. Wo möchte ich dann sein? Lasse ich mich jetzt von meinen Emotionen treiben? Und dann kommen Reaktionen, die für dich wahrscheinlich bedauerlich werden später. Oder du bedauern wirst. Oder lassen wir sie auf uns wirken und versuchen immer zu vergegenwärtigen. Denn die Bewachung Allah ist immer da. Die Bewachung Allah ist immer da. Die Engel, die dich begleiten, sind immer da. Und es ist wichtig, dass wir vielleicht diesen Text und diesen Versen, und manchmal ist es ohnehin wirklich schwer, aber auf sich dann einwirken zu lassen, darüber nachzudenken und vielleicht auch die lebendigen Beispiele, die der Prophet immer erlebt hat, oder die Gefährten auch mal vor Augen zu halten. Allah befiehlt seinen gläubigen Dienern, sich gegenseitig zu helfen, indem sie rechtschaffene gute Taten vollbringen, was bedeutet, was also Al-Birr bedeutet, und Sünden meidet, was die Bedeutung von At-Taqwa, Gottesfurcht. Imam ibn Jarir, rahimahullah, sagte, Sünde bedeutet, das zu lassen, was Allah verordnet hat, das zu verlassen. Ja. Was Allah angeordnet hat. Wie oft beispielsweise, ich bringe mal einen Beispiel, was tagtäglich wahrscheinlich in Häusern der Muslimen passiert, wenn Streitigkeiten zwischen Mann und Frau, wie viel Ungerechtigkeit da passieren und wie viel Beschimpfungen da auch passieren. Warum ist man nicht in der Lage, trotzdem die Ruhe zu bewahren und sich hinzusetzen und über diese Texte nachzudenken, weil der nächste Mensch ist jetzt bei dir, entweder dein Mann oder deine Frau. Und Übertretung, das heißt, wenn man die Grenzen übertretet, bedeutet, die Grenzen zu überschreiten, die Allah in unsere Religion gesetzt hat, die Allah subhanahu wa ta'ala gesetzt hat, diese Grenzen nicht zu übertreten. Es ist auch überliefert worden von Anas bin Malik radiallahu anhu, sagte, dass der Gesandte sagte, hilf deinen Bruder, ob er einen Unterdrücker oder ein Unterdrückter ist. Dalim und Madlum. Okay, sie haben gesagt, Unterdrücken haben wir verstanden, aber er ist Unterdrücker, also der anderen unterdrückt. Dann sagt der Prophet, indem wir ihn davon hindern oder abhalten, andere zu unterdrücken. Auch eine Unterstützung an den Bruder, die ihn auch dann daran zu hindern, andere Menschen zu unterdrücken. Aus diesen Texten hervor lernen wir, dass also Gerechtigkeit eine Pflicht ist. Und ein Recht, das jeder für sich in Anspruch nehmen kann, jeder von uns, sowohl die Muslimen als auch nicht die Muslimen. Also den Umgang eines Muslims kann sowohl mit Muslim oder nicht Muslim sein. Ist er also angehalten, hier die Gerechtigkeit nicht aufzugeben. Gerechtigkeit und Gleichheit sind Rechte, die jedem Menschen zustehen.
Ja, so praktisch, so, wenn du so willst, das sind also, jeder Mensch hat einen Anspruch auf auf diese Sachen. Darüber hinaus ist die Aufgabe der Muslime, für Gerechtigkeit unter sich selbst, unter den Menschen im Allgemeinen zu sorgen. Ja, diese Eigenschaften, die Dinge, die eigentlich jedem zusteht, ja, dafür Sorge zu tragen, dass es auch so bleibt. Yani dein Umgang mit den Menschen auch wirklich auf diese Grundlage, deine Kinder, die du erziehst, auch dann auf diese Grundlage zu erziehen. Die Menschen, wenn du mit Menschen sprichst, dann empfinden sie immer, dass du ein Mensch, ja, diese Eigenschaften auch dann vertritt und verkörpert und auch für Gerechtigkeit sich einsetzt, ja, wenn es natürlich möglich ist. Die Gerechtigkeit, meine Geschwister, ist für die Muslimen verpflichtend, wollte schon sagen, meine Kinder. Auch wenn es Gefühle und Hass und Zorn und Feindschaft gibt. Also selbst wenn so etwas entsteht, trotzdem darf man nicht jetzt so ungerecht werden, dass man also fast die Menschlichkeit bei sich verliert. Also dass man kein Mensch wird, bleibt, sondern ein Tier, astaghfirullahaladzim. Ja. Wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, sinngemäß, o die ihr glaubt, seid Wahrer der Sache Allahs als Zeuge für die Gerechtigkeit. Und der Hass, den ihr gegen bestimmte Leute hegt, soll euch ja nicht dazu bringen, dass ihr nicht gerecht handelt. Handelt gerecht, das kommt der Gottesfurcht näher und fürchtet Allah. Gewiss, Allah ist kündig dessen, was ihr tut. Wenn ich mal immer wieder diesen Nachdruck fürchtet und fürchtet Allah, ja, nach dem Aufforderung Allah dann zu fürchten und dann noch einmal mit Nachdruck und fürchtet Allah, subhanahu wa ta'ala, ist eigentlich ohnehin eine sehr schwer, diese Eigenschaften bei sich dann praktisch gedeihen zu lassen, also wachsen zu lassen. Gerechtigkeit und Gleichheit sind auch dann verpflichtend, wenn es Gefühle der Liebe, Zuneigung und Verwandtschaft gibt. Ja. Die Muslime haben den Auftrag, für jede Zeit und an jedem Ort für Gerechtigkeit und Gleichheit zu sorgen. Das ist ganz, ganz wichtig, meine Geschwister. Egal, wo man auftritt, auch wenn zum Beispiel einer der deine Kinder ungerecht geworden ist, musst du ihn darauf hinweisen, dass das, was gesagt oder getan wurde, mit Gerechtigkeit nichts zu tun hat. Aus Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala und aus religiöser Frömmigkeit, gerecht und fair zu sein, jeden und alles an einen Platz zu stellen, ist der gerade und aufrichtige Weg. Ist also was? Sirat. Islam, was wir gelernt haben. Sabil. Hadi Sabil. Ist Islam. Gerechtigkeit ist Islam. Allah ist gerecht, subhanahu wa ta'ala. Unmöglich, dass er ungerecht wird. Unmöglich. Das ist Aqida. Lasst euch nichts praktisch einreden in dieser Hinsicht. Ja. Das ist ein Glaubensgrundsatz, ein Glaubensprinzip, den man mit sich trägt. Und natürlich sollte man auch sich danach erziehen, damit auch diese wunderbare Eigenschaften bei dir auch dann sich fest kanalisieren und eine feste Bestandteil von deinen Eigenschaften. Es bedeutet, sich nicht nur durch Gefühle und Emotionen wie Liebe und Zuneigung, dass ich dann gerecht bin, wenn Emotionen mit mir durchgehen oder Freundschaft oder Verwandtschaft, Hass, Wut und Feindseligkeit von Gerechtigkeit abbringen zu lassen.
weil es mein Freund ist, lasse ich durch und der andere nicht. Oder wie auch immer. All dies geschieht um Allahs Willen. Wenn du diese Eigenschaften bei dir walten lässt, wachsen lässt, anerzogen lässt, dann ist das, meine Geschwister, dies ist alles im Angesicht Allah, weil Allah subhanahu wa ta'ala es von dir erwartet. Er will es bei dir sehen. Subhanahu wa ta'ala, subhanahu wa taqaddas. Diese Art von Gerechtigkeit, meine Geschwister, ist in der Geschichte der Welt noch nie gesehen oder erlebt worden. Diese Gerechtigkeit, und ich sage, diese Art, das ist ein Riesenthema, ist das. Ja, vielleicht gelingt es uns, inshallah, dieses Thema auch dann explizit zu behandeln. Also ein wunderbares Thema mit lebendigen Beispielen, ein wunderbarer Prophet, großartige Gefährten, eine wunderbare Geschichte dieser Religion. Allah subhanahu wa ta'ala, der Lebenswürdige, der uns diese Gerechtigkeit anerziehen möchte, vorausgesetzt, wir lassen es zu. Ja, das ist wichtig. Außer im Islam und unter den Muslimen. Und dies ist ein Beweis dafür, dass der Islam eine gemäßigte Religion ist, meine Geschwister. Das ist eine wunderbare Religion. Und glaubt mir, meine Geschwister, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir diese wunderbare Eigenschaften bei unseren Kindern einpflanzen, dass sie das auch mit sich tragen. Das macht sie zu den wunderbaren Menschen. Abu Jamal, Jazallah khairan, hat etwas Schönes gesagt, und er sagt: Der Weg, As-Sabil, As-Sirat, der Islam. Und mit diesem Wort fange ich meine Wörter an, Barakallahu fikum. Und zwar, An-Nawas ibn Sam'an, Ridwanullahi alayhi, An-Nawas ibn Sam'an, Ridwanullahi alayhi, und Abdullah ibn Mas'ud, Ridwanullah alayhi, haben überliefert von unserem Propheten Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sahbihi wa sallam. Und zwar, der Prophet sallallahu alayhi wa sallam sagte: Daraballahu mathalan siratan mustaqima, wa ala janbatay sirat surani fihima abwaab mufattahatun alayha suturun murkha. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Der Prophet sallallahu alayhi wa alayhi wa sahbihi wa sallam sagte: Allah subhanahu wa ta'ala hat uns ein Gleichnis gegeben, ein gerader Weg. Das ist ein Weg, ein gerader Weg. Und auf die beiden Enden vom Weg oder an der Seite, am Rand dieses Weges, gibt es zwei Mauern. Ein Mauer rechts, ein Mauer links. Und es gibt in diesen Mauern offene Türen. Vor diesen Türen gibt es Vorhänge. Und am Anfang von diesem Weg oder von diesem Sirat gibt es eine Person, der sagt: Ja, eyyuhan nas, udkhulu fi s-sirati kaffa, wala tanfariju, wala ta'wajju, wala tata'awwaju. Das wird: Oh Leute, kommt alle in diesen Weg rein. Und geht nicht raus von diesem Weg, bleibt auf diesem Weg oder in diesem Weg. Und es gibt auf dem Sirat eine Person, der sagt: Diener Allahs, mach die Tür auf. Weh, dass du die Tür aufmachst. Wenn du die Tür aufmachst, dann wirst du reingehen. Dann sagt er, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam: Amma s-siratu al-Islam. Dieser Weg, das ist der Islam. Und die beiden Mauern von diesem Weg sind die Grenzen Allah subhanahu wa ta'ala. Und die offenen Türen sind die verbotenen Dinge, die Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat, die offenen Türen.
Und der Mann, der am Anfang von dem Weg ist, das ist das Buch Allahs, das ist der Koran. Er ruft alle Leute zum Islam auf. Und der Mann, der auf dem Sirat ist, das ist die Ermahnung Allahs im Herzen jedes Moslems. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Diese Überlieferung ist so interessant. Das ist bei Al-Imam Ahmed, bei At-Tirmidhi, An-Nasa'i und das ist in Sahih Targhib von Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu und von An-Nawas ibn Sam'an. Auf jeden Fall. Unsere Religion ist ein Weg, gerader Weg. Und es gibt Bauern. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns alles begrenzt. Und wir sind in der Mitte. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns diese Religion so gemacht. Wir dürfen nicht übertreiben und wir dürfen nicht untertreiben. Wenn wir von dieser rechten Mauer rausgehen, dann werden wir übertreiben oder untertreiben oder umgekehrt. Übertreiben, untertreiben. Wann übertreiben wir, untertreiben wir, wenn wir diese Türen aufmachen und wenn wir in Haram fallen, wenn wir die Grenzen Allahs subhanahu wa ta'ala nicht halten? Halten wir das oder machen wir, praktizieren wir das, was Allah uns befohlen hat, da bleiben wir immer auf dem richtigen Weg. Machen wir was anderes, kommen wir raus aus diesem Gleichgewicht, was Allah subhanahu wa ta'ala uns gegeben hat. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns diese Religion gegeben und das ist ausgeglichen. Diese Religion ist Barakallahu fikum, Religion der Gerechtigkeit und Religion der Gemäßigkeit. Das wird alles ist in dieser Religion gerecht gemäßigt. Und deshalb reden wir über Al-Wasatiyya fil Islam. Das bedeutet diese Gemäßigkeit im Islam. Und Gemäßigkeit, das bedeutet, du bist ausgeglichen. Du hältst dieses Gleichgewicht. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, was-samaa'a rafa'aha wa wada'a al-mizan, alla tatghaw fil-mizan wa aqimu al-wazna bil-qisti wa la tukhsiru al-mizan. Allah subhanahu wa ta'ala hat diese Himmel gehoben, subhanahu wa ta'ala, und er hat subhanahu wa ta'ala die Waage hergestellt, subhanahu wa ta'ala. Ihr dürft das Gleichgewicht nicht verletzen oder nicht missachten. Und deshalb, beim Islam haben wir Ausgleich, haben wir Gleichgewicht zwischen übertreiben und untertreiben. In allen Themen der Religion. Und diese Religion, Barakallahu fikum, ist Al-Wasat. Al-Wasat, sagen die Gelehrten, diese Religion ist sozusagen gemäßigt in allen Themen. Bei manchen Scharia-Themen von den anderen Lehren, die wir früher gehabt haben, gab es bestimmte Themen für die Leute, die waren sehr schwer. Und bei manchen Themen waren sehr leicht. Der Islam ist Religion der Erleichterung. Allah hat uns die Religion erleichtert und wir haben Gleichgewicht und wir sind gemäßigt. Wie können wir das alles zusammen schaffen? Wenn wir diese Religion richtig verstehen, richtig anwenden, richtig praktizieren. Deshalb, Barakallahu fikum, der Islam ist gemäßigt, der Islam ist gemäßigt in Aqida. In Aqida. Unsere Religion ist gemäßigt, gerecht. Der Islam ist gemäßigt in Ibadat, in Ibadat, in gottesdienstlichen Handlungen. Und der Islam ist gemäßigt in Muamalat. Muamalat, das sind diese Verhältnisse unter den Menschen in verschiedenen Themen. Der Islam ist gerecht. Wenn man diese Gemäßigkeit und Gerechtigkeit des Islam nicht anerkennt oder nicht erkennt,
heißt es nicht, dass der Islam das nicht hat, sondern die Person versteht das nicht oder hat die Instrumente, der hat die Instrumente dafür nicht, dass die Person dies versteht. Und Barakallahu fikum, wir haben dafür Beispiele. Aber bevor ich mit Beispielen anfange, dann erinnere ich mich und euch an bestimmten Sachen, damit ihr versteht, warum sagen wir, der Islam ist, hat Gleichgewicht, Ausgleich, Gemäßigkeit und Gerechtigkeit. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Ihr seid die beste Gemeinschaft, die je es gab. تأمرون بالمعروف. Ihr gebietet das Gute. وتنهون عن المنكر. Ihr verbietet das Schlechte. وتؤمنون بالله. Und ihr bestätigt die Überzeugung von Allah subhanahu wa ta'ala und Kenntnis über Allah subhanahu wa ta'ala. Überleg dir, wenn diese Nation die beste Nation ist, dann braucht sie unbedingt, dass sie etwas Besonderes hat, damit sie die Beste ist. Und was könnte die Beste sein? Was könnte am besten sein? Am besten ist, dass es gerecht und gemäßigt ist. Für jede Person ist. Jeder kann Muslim werden. In Aqida, in Aqida, in Muamalat, in Ahkam, in allen Themen. Dazu, barakallahu fikum, Ibn Mas'ud, Ridwanullahi alayhi, erzählte. Ibn Mas'ud, Ridwanullahi alayhi, erzählte. Er sagte, der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sahbihi wa sallam sagte mir eines Tages sagte mir, lies vor, lies Koran vor. Dann habe ich ihm gesagt, o Gesandter Allahs, vor dir soll ich das lesen und du hast das offenbart bekommen. Aqra'u alaika wa alaika uns. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, ich liebe es, von anderen zuzuhören, wie sie Koran lesen. Dann hat Ibn Mas'ud angefangen zu lesen, bis er die Ayah gelesen hat von Surat An-Nisa. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Der Prophet ﷺ sagte, Hasbuk, stopp, es ist genug. Ibn Mas'ud sagte, ich habe seine Augen gesehen, ich habe die Tränen im Augen vom Propheten sallallahu alaihi wasallam gesehen. Barakallahu fikum, am letzten Tag, Allah sagt auch, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدًا. Somit haben wir euch zu Volk der Mitte gemacht, zu gemäßigten Volk gemacht, zu gemäßigter Religion. Ihr werdet für die anderen Propheten bezeugen und der Prophet wird auch bezeugen. Dieses Bezeugen bei den beiden Ayat, dieses Bezeugen bei beiden Ayat, barakallahu fikum, sagen die Gelehrten, einmal heißt das, der Prophet sallallahu alaihi wasallam wird bezeugen, dass die Propheten, die vor ihm waren, was sie gesagt haben, gemacht haben. Und der wird bezeugen, was seine Umma, die Muslime, praktiziert haben, gemacht haben. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, es wird am letzten Tag Nuh gebracht. Nuh alaihi salam. Und es wird zu ihm gesprochen, o Nuh, hast du verkündigt, was Allah dir offenbart hat oder gegeben hat? Nuh sagt, ey Rabbi, ja, ich habe das gemacht. Dann wird das Volk von Nuh gebracht und es wird zu ihnen gesprochen. Hat Nuh alayhi salam verkündigt euch, sozusagen verkündigt euch alles gesagt? Die sagen nein. Überlegt euch, 950 Jahre Nuh alayhi salam macht Dawa, am Ende, am letzten Tag, natürlich sie lügen. Warum lügen sie? Sie wollen nicht in die Hölle, weil die alles schon gesehen haben, dass es wahr ist.
dann lügen sie. Sagen nein, weil Allah gerecht ist aber. Und Allah weiß, dass Nuh a.s. die Wahrheit sagt und dass sie lügen. Allah sagt, Nuh, wer ist dein Zeuge? Der sagt, Muhammad und die Nation von Muhammad. Das sind die Muslime. Eine Nation, und das wird für jeden Propheten zugemacht. Das wird eine Nation, die für alle anderen Nationen bezeugt und für die Propheten. Und diese Nation wird als Hauptzeuge genommen am letzten Tag. Da muss sie etwas haben, was die anderen nicht haben. Und das ist die Gerechtigkeit und die Gemäßigkeit, das Gleichgewicht in der Religion. Du hast einen Weg, du hast eine Mauer, eine Mauer. Nicht übertreiben, nicht untertreiben, bleib in der Mitte. Barakallahu fikum wa jazakum la khairan. Wir nehmen zum Beispiel I'tiqad, unser I'tiqad, das wird unsere Aqida, unser Iman. Schaut mal, der Iman bei den Muslimen ist so einfach. Einfach zu erklären. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns erschaffen, hat uns alles gegeben, hat uns Propheten gesandt und die haben uns erklärt, wie wir Allah anbeten und was wir verinnerlichen und die Überzeugung von Allah subhanahu wa ta'ala. Wir übertreiben nicht und wir brauchen keine Philosophie und wir brauchen keine 3 plus 1 minus 5 mal 7, 3 in einem, 5 unter dich, ober dich, links, rechts, brauchen wir nicht. Wir haben Allah, es gab Allah, uns gab nichts außer Allah. Allah hat alles erschaffen. Subhanahu wa ta'ala. Subhanah. Und er hat uns erschaffen. Er hat uns Propheten gesagt. Das ist so einfach. Wie erkennen wir Allah subhanahu wa ta'ala? Durch seine Eigenschaften. Durch die Beschreibung, die wir von Allah bekommen haben und vom Propheten bekommen haben. Er ist subhanahu wa ta'ala der Allhörende, Allsehende, Allwissende, subhanahu wa ta'ala. Er tut nur Gutes. Schlechtes tut er nicht. Er hat das Gute und das Schlechte erschaffen. Aber er tut niemals Schlechtes, subhanahu wa ta'ala. Das ist gemäß. Überlegt jetzt, wenn ihr bei anderen ihre Aqida betrachtet. Es ist so kompliziert. Überlegt euch, jemand sagt euch, der will Aqida von einer Religion erklären und er wird sagen, keiner wird das verstehen. Wie? Keiner wird das verstehen. Ja, wenn wir das nicht verstehen, wie können wir das verinnerlichen? Wie können wir davon überzeugt sein? Aber bei uns kann jeder verstehen oder nicht. Allah ist Allah. Allah ist nicht wie die Menschen. Allah hat uns erschaffen, er hat uns alles gegeben, er hat uns Propheten gesandt. Wir vergleichen Geschöpfe mit Allah nicht. Fertig, Punkt. Jeder kann das verstehen. Dann unser Iman. Du hast was im Herzen, du trägst das. Du glaubst an Allah. Ohne Zweifel. Okay? Und du weißt genau, wenn du etwas Gutes machst, dann spürst du, dass dein Iman geht höher und wird stärker. Wenn du schlechte Sachen machst, dann geht dein Iman, da wird dein Iman schwächer. Und weil dein Iman schwächer ist, machst du auch mehr Sünden. Und bleibst du bei der Sünde. Wenn dein Iman stärker wird, dann machst du das Gute. Propheten, unser Glaube an Propheten, unser Glaube an Engel, unser Glaube an den letzten Tag, alles ist nachvollziehbar und du kannst das verstehen. Du brauchst keine Philosophie dafür. Und du brauchst nicht so viel zu machen. Einfach ist diese Religion, weil Allah subhanahu wa ta'ala uns diese Religion erleichtert hat. Und dafür gibt es eine Regel bei uns in Fiqh. Es gibt eine große Regel bei uns. Al-Mashaqqatu tajlibu al-Taysir. Subhanallah. Erschwernis bringt Erleichterung mit sich. Das wird die Sache schwer, dann wird erleichtert. Ist die Sache so leicht, dann wird erschwert. Ist die Sache weit,
wird verengt. Ist die Sache verengt, wird erweitert. Das sind Regeln. Vielleicht einige von euch werden das nicht verstehen jetzt, was ich meine. Aber ich gebe euch Beispiel, ja? Du suchst nach Wasser, du suchst nach Wasser, du findest kein Wasser. Das ist so eng geworden. Kein Wasser. Ich muss doch Wudu machen. Ich möchte beten. Ich suche. Kein Wasser, kein Wasser. Das ist so streng geworden, erschwert. Dann hat Allah mir erlaubt, Sand zu nehmen, Erde zu nehmen. Ich mache Tayammum. Ich kann kein Wasser benutzen. Ich kann keine Erde benutzen. Meine Hände sind gebrochen, meine Füße, ich bin im Bett. Allah subhanahu wa ta'ala hat mir erlaubt, zu beten, ohne Wudu, ohne Tayammum, ohne nichts zu machen. Ich kann nicht stehen, im Sitzen beten. Ich kann nicht sitzen, im Liegen. Ich kann nicht im Liegen, dann mit meinem Kopf. Ich kann nicht mit meinem Kopf, dann mit meinem, sagen die Gelehrten, mit Augen. Ich kann nicht sprechen, dann in mir. Deshalb, barakallahu fikum, die Religion ist erleichtert. Und das ist die Gemäßigkeit dieser Religion. Von der anderen Seite, man sollte nicht untertreiben. Nicht übertreiben, nicht untertreiben. Barakallahu fikum, drei Leute kamen zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und sie haben gesagt, wer wird den Prophetenstatus erreichen? Das wird in Religion. Sagt einer, ich werde fasten, das Fasten nicht brechen. Ich werde beten und nicht schlafen. Ich werde deine Frauen heiraten. Die dachten, wenn sie sowas machen, dann haben sie stärkeren Iman. Aber das ist übertrieben, was sie gesagt haben. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ich fürchte Allah am meisten. Ich bete in der Nacht und schlafe. Ich faste am Tag und das Fasten breche. Ich heirate Frauen. Wer sich von meiner Sunna abwendet, ist nicht von mir. Leicht. Abu Israel, radhiyallahu anhu, der Prophet sallallahu alaihi wasallam wollte Rede halten und dann hat er gesehen, Abu Israel steht in der Sonne. Der sagt, was ist los mit ihm? Sie haben gesagt, er hat sich verpflichtet, nicht im Schatten zu stehen, zu fasten und so zu bleiben. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, befiehlt ihm, er soll sitzen im Schatten und er soll weiter fasten. Fasten kein Problem, kannst du fasten für Allah subhanahu wa ta'ala. Aber in der Sonne zu stehen, warum? Und du kannst im Schatten sitzen und das ist Freitag, du sollst sitzen. Und das ist die Gemäßigkeit unserer Religion. Allah verlangt von uns nicht mehr, als was wir aushalten können. Barakallahu fikum. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam kam einmal und er hat ein zu seinen Frauen und er hat in der Moschee ein Seil gesehen. Der sagt, was ist das? Dann sagt, das ist Seil von Zainab. Sagt, was ist los? Da hat sie gesagt, ja, ich bete in der Nacht. Und wenn ich müde werde, dann binde ich mit dem Seil, damit ich im Stehen bleibe. Schaut. Allah, so stark. Der sagt, mach das weg. Wenn jemand von euch beten will, dann sollte er auf das Gebet kommen. Und wenn man müde wird, dann sollte man ein bisschen schlafen. Und sollte man sozusagen Pause nehmen und dann weiter beten. Allah verlangt von uns nicht etwas, dass wir uns selber schaden. Also das ist die Sache, das ist die Gemäßigkeit auch in der Religion. Auch barakallahu fikum, in Verhalten oder in, sage ich jetzt, in diesen Verhältnissen zwischen den Leuten. Heirat, Scheidung, Kauf, Verkauf, solche Themen haben wir auch im Islam. Wir übertreiben nicht, wir untertreiben nicht. Passt auf, in Halal und Haram. Allah hat uns alles erlaubt. Alles ist erlaubt. Aber nur ein paar Sachen sind verboten. Aber manche Leute, weil sie in Verbotenen sind, sie sehen alles verboten. Aber diejenigen, die Ahnung haben, wie viel Tausend von Getränken gibt es? So viel. Nur eins ist verboten. Was Berauschendes. Alles andere, bitteschön, trink wie du willst. Wie viel Tausend, Millionen Sachen gibt es, die erlaubt sind von Essen, von Früchten?
Da gibt es nur bestimmte Sachen, was verboten sind. Das ist die Gemäßigkeit. Nicht übertreiben, nicht untertreiben. Und diese Religion ist Erleichterung gemacht. Oder Allah hat das für uns erleichtert. Heirat, Scheidung und so weiter. Du darfst heiraten. Aber du darfst nicht übertreiben. Nicht, dass man 70 Frauen heiratet. Du darfst dich scheiden lassen. Aber nicht jeden Tag drei und viermal und so weiter, damit das begrenzt wird. Passt auf, eine Freiheit ohne Begrenzung ist Chaos. Eine Freiheit ohne Grenzen ist Chaos. Eine Freiheit braucht Grenzen. Sonst wird keiner sich an die Regeln halten. Und das sehen wir heute in unserem Leben. Sie fühlt sich wie eine Katze, der andere fühlt sich wie ein Mama und der dritte fühlt sich wie ein, ich weiß nicht was, Fuchs. Fuchs. Und derjenige heiratet einen Hund und die andere heiratet ihre Katze. Und du darfst nicht mehr sagen, Herr, so, weil wenn Herr sich nicht als Herr empfindet, dann hast du ihn beleidigt. Ja, du siehst so einen Mann mit Muskeln und Bart und so. Was sollst du ihm sagen? Dame? Deshalb Islam ist Religion von Al-Fitra. Fitra, Fitra. Allah hat uns so erschaffen. Wir wissen, das ist falsch, das ist richtig, das ist in Ordnung, das ist nicht in Ordnung. Und deshalb, Barakallahu fikum, diese Religion ist Religion der Gerechtigkeit, Religion der Gemäßigkeit, Religion der Erleichterung, Religion der Liebe, ob die wollen oder nicht. Aber unsere Liebe ist echt. Wir lieben echt. Wir sind aber kein Heuchler in der Liebe. Liebe, Liebe, Liebe und die Raketen auf die Kinder und auf die Frauen. Frieden, Frieden, Frieden und Milliarden Waffen. Wo ist das? Liebe den Nächsten. Da hat man gesehen, mit diesen Hunderten von Tausenden von den Kindern, die missbraucht wurden. Das war auch Liebe, oder? Möge Allah uns bewahren. Das war aufpassen, Barakallahu fikum. Du sollst stolz sein. Du sollst stolz sein, Muslim zu sein. Du sollst Allah danken, dass du Muslim bist. Du sollst froh sein, Muslim zu sein. Du sollst diese Gabe danken, indem du den Islam richtig praktizierst. Barakallahu fikum. Es gibt noch sehr viele Beispiele, die ich erwähnen kann über die Gemäßigkeit des Islam, das Gleichgewicht ausgleicht im Islam. Aber eins bleibt Fakt. Pass auf, unsere Religion ist vollkommen. Vollkommen. Und egal, wer mit Scheinargumenten kommt. Oder sagt, ja, diese Frage sei sicher, unsere Gelehrten haben schon eine Antwort. Haben schon eine Antwort. Aber wenn du das nicht weißt, das heißt nicht, dass es nicht gibt. Und Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wir sind so überzeugt von unserer Religion, wir brauchen keinen Zweifel. Pass auf, manche sagen, wenn du nicht zweifelst, dann kannst du nicht glauben. Zweifle, dann glaube. Weil bei ihnen Glauben basiert auf Zweifel. Aber wir sagen, wenn du zweifelst, dann kannst du niemals überzeugt sein. Und wenn du nicht überzeugt bist, dann wirst du immer Zweifel haben. Und wenn du Zweifel hast, dann wirst du niemals Ruhe haben im Herzen. Weil ein Wind wird dich rechts mitnehmen und Wind wird dich links mitnehmen. Das ist Arabisch, was ich gerade gesagt habe. Yani, das gibt es nicht auf Deutsch, denke ich, aber Herr, inshallah. Deshalb sei sicher, lieber Muslim, dass deine Religion mit Sicherheit die wahrhafteste ist und die beste ist und die gerechte ist. Und diese Religion braucht keine Verteidiger. Braucht keine Verteidiger. Aber diese Religion musst du lernen, um richtig zu praktizieren, nachdem du diese Religion verstanden hast. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns verzeihen und vergeben.